heute den Equitana Haul für euch. Und ich fange einfach mal direkt an. Ich denke, über die Equitana wisst ihr ja selber genug. Und ja, ich war am letzten Tag da, am Sonntag, und bin ein bisschen auf Schnäppchenjagd gegangen. So, wir fangen erstmal mit dem unspektakuläreren Ding an. Und zwar habe ich hier Gummiglocken gekauft. Die gehen bei uns ja so schnell kaputt. Deswegen habe ich mir einfach mal direkt neue gekauft. Dann geht es weiter mit einem Strick. Und dieses wunderschöne Ding hier. Den gab es gratis, wenn man 3 Monate Probelesen von der Reiterrevue oder von Reiter und Pferde Westfalen genommen hat. Außerdem gab es dann auch noch diese Leckerchen. Die waren dann beim Strick mit dabei. Und dann mache ich direkt weiter. Und zwar mit diesen weißen Bandagen von HKM. Für 10 Euro. Und ich habe noch überhaupt gar keine weißen Bandagen, deswegen dachte ich mir, nimmst mal welche mit, kann man immer mal gebrauchen. Dann kommt hier dieses Lammfell Nasen- und Genickschoner-Teil. Das haben wir uns, oder das habe ich mir für unser Halfter gekauft, damit es nicht immer verwechselt wird und verschwindet. So, ich glaube, ja, dann mache ich direkt mit meiner, mit meinem Wunschartikel weiter. Also das wollte ich mir auf jeden Fall unbedingt kaufen auf der Equitana und es war wirklich ein Schnäppchen und deswegen musste ich es einfach haben. Und zwar ist das diese Schabracke. Ihr seht die gar nicht ganz, ne? Aber ihr wisst, glaube ich, was das für eine ist. So. Eine Spook-Schabracke in dunkelblau und Dressur. Oh, voll gut. Und zwar kosten die ja im Laden eigentlich 59,90 oder so. Und ich habe die einfach mal für 35 Euro bekommen. Deswegen musste sie einfach mit. Da führte leider auch kein Weg dran vorbei. Ich musste sie einfach haben. So. Dann geht es weiter mit diesem Teil hier. Und zwar habe ich jetzt beim Springen gemerkt, dass unser Sattel ein bisschen nach hinten rutscht. Nicht viel, auch nicht weltbewegend. Aber es war ein Grund dafür, ein Vorderzeug zu kaufen. Ich weiß gar nicht, wie man das am besten erkennt. So, hier ist jedenfalls unten. Und dann habe ich hier nämlich auch zum Abnehmen diese Martingale-Gabel. Da sind unten dann so Haken dran. Also ich kann es auch ohne Martingale benutzen. Ja, und das Wichtigste oder das Schönste ist eigentlich, dass hier an den beiden Seitenteilen noch Glitzer ist. Ich weiß leider nicht, von welcher Marke das kommt, aber auch da hatten wir wieder sehr viel Glück. Und zwar habe ich ja wirklich nach Vorderzeugen gesucht oder auch geguckt. Und die meisten Vorderzeuge leiden so bei 79, 89, 100 Euro noch was. Und dieses Vorderzeug hat einfach mal 50 Euro gekostet. Und ich habe es zusammen mit den Gummiglocken gekauft und habe dann nochmal 5 Euro Rabatt bekommen. So, dann habe ich auch schon, ja, dann bin ich eigentlich auch schon wieder fast fertig. Das war ein kleiner Mini-Haul für euch. Aber hier habe ich dann noch eine Reithose, die ich auch unbedingt haben wollte. Ich wollte unbedingt so eine jeansartige Reithose haben. Die von Animo ist natürlich total schön, aber ich habe leider nicht bei ihm spontan so viel Geld übergehabt. Deswegen ist es diese hier geworden. Mit Leder, also auch mit Ganzleder und eben dunklem Jeansstoff. Hinten sind dann noch so Strasssteine drauf. So, hier ist noch so eine Applikation. Ja, die ist von HKM, meine erste Hose von HKM. Die hat 1,89 gekostet. Ich habe gehandelt, was ich für 80 gekriegt. Ach, hier ist auch noch so ein Wappen. Ja, ich denke, ihr seht das. Ja, ich habe ja ansonsten irgendwie nur Piqueur. Deswegen muss ich gestehen, es ist ein echt anderes Tragegefühl. Vor allem, weil die hinten halt diesen hohen Bund hat. Vorne ist sie natürlich wieder normal geschnitten, aber hinten ist sie schon wirklich hoch. Und ich bin gespannt, wie sich das beim Reiten dann anfühlt, ob ich das dann noch merken werde.
Der Jeansstoff ist natürlich auch ein anderer Stoff als dieser weiche und stretchige Stoff von Piqueur. Piqueur sitzt einfach nur bei der Haut. Das kann man nicht anders sagen. Ich möchte jetzt auch gar keine Schleichwerbung machen oder sonst irgendwas. Aber ich muss mich Piqueur einfach überzeugen. Allerdings kann man jetzt mal was Neues ausprobieren. Und da dachte ich mir, diese hier, das wird meine Lösung. Ja. Oh. Das war's auch schon mit meinem Haul. Wie ihr seht, habe ich nicht so viel gekauft. Ich werde mal gucken, ob ich das Vorderzeug irgendwo finde. Dann werde ich euch natürlich auch die Marke und den eigentlichen Einkaufspreis im Laden oder halt im Internet dazu schreiben. Das Ganze schreibe ich euch eh in die Kommentare, da unten so, hier so. Und zwar, ja, vielleicht gefällt euch ja das eine oder andere und ihr wollt es auch haben. Ja. Ja, eigentlich habe ich soweit alles sogar schon gesagt. Für 9 Stunden shoppen war das natürlich eine etwas maue Ausbeute. Aber ich habe alles bekommen, was ich wollte. Ich habe nicht so viel Schrott gekauft. Ja, und ich war ja auch nicht alleine. Die anderen mussten ja auch was kaufen. Also ich bin zufrieden und ich kann sagen, dass ich mich auf die nächste Evitana schon sehr freue, jetzt schon. Und ich bin gespannt auf die Spukschabracke am Pferd. Ich freue mich so und ja, das wird gut. Also ich freue mich und ich glaube, das sieht gut aus und oh, ich wollte sie einfach schon immer haben. Ich war ja schon am alten Stall super neidisch auf meine Stallkollegin, die so eine Spukschabracke hatte und habe ja immer versucht, die abzuluxen, aber sie war ja, ist ja nicht weich geworden, kann ich auch verstehen. Jetzt habe ich eine und ja, ich freue mich. Das wird gut. Das sieht bestimmt gut aus. Ja gut, und zum Abschluss kann ich nur sagen, ich hoffe, ihr habt noch eine schöne Woche. Ich hoffe, euch haben meine ja, Ausbeuten gefallen oder meine Ausbeute hat euch generell gefallen. Und ja, vielleicht wart ihr auch bei Evitana und habt irgendwas gekauft. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Vielleicht habt ihr auch was Schönes, was ich nicht gefunden habe, was ich aber unbedingt haben möchte. Schreibt es mir einfach mal. Ich bin gespannt. Bis zum nächsten Mal.